mega clever, die NKL-Show. Heute die Kraftmaschine. Wie stark ist der Mensch? Die Flugmaschine. Wie viel Kunstflug hält ein Mensch wohl aus? Feuerzeugs. Ein Mensch brennt darauf, seinen Rekord zu brechen. Wir haben nämlich den 7-fachen deutschen Meister im Modellkunstflug hier bei uns zu Gast, zusammen mit seiner Frau. Herzlich willkommen, Martin Müller und Susanne Schwan. Mama told me not to mess with sorrow, but I always did, and Lord, I still do. I'm still breaking the rule. I kick it up, I kick it down. 'Cause every time I see you fall in love, crash, boom, bang. Then I hit the wall, crash, boom, bang. That's my real middle name. It has always been the same. That's the call, that's the game. Ja, und noch eine sichere Landung hinten drauf. Applaus für unsere Synchronmodellpiloten Stefanie Schwan und Martin Müller. Tja, das sieht schon gefährlich aus, was die beiden mit ihren Modellen da treiben. Da ist man froh, dass man nicht drin sitzt in so einem Ding. Martin Müller zeigt uns jetzt mal die drei Flugmanöver, die ich in echt geflogen bin. So, da hätten wir also einmal den altbekannten Looping. Dann hätten wir da die sogenannte Zeitenrolle. Anfliegen und zackig um die eigene Achse drehen. Und schließlich als dritte Möglichkeit den Außenlooping. Also umgekehrt anfliegen und dann ein Looping machen, sodass der Kopf des Piloten nach außen weist. So, das sind die drei Möglichkeiten. Herr Pflaume. So, das war jetzt schon mal ziemlich hart, aber jetzt geht's richtig los. Peter, drück aufs Gaspedal. Der Stift ist parat. Jetzt wird gezeichnet, bis der Arzt kommt. Auf geht's.